Like dieses Video innerhalb der nächsten 5 Sekunden, wenn du den exklusiven Apple Skin in Fortnite jetzt in deinem Spind haben möchtest. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin Bareepers und ich begrüße dich zu einem neuen, freshen Fortnite-Video. In dem heutigen Video geht es um eine Fortnite-X-Apple-Kooperation und um einen gratis-exklusiven Fortnite-Apple-Skin. Falls du den exklusiven Fortnite-Apple-Skin in deinem Fortnite-Spind haben möchtest und alles über die Fortnite-X-Apple-Kooperation erfahren möchtest, schau dir das Video heute bis zum Ende an. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen, dieses Video bis zum Ende zu schauen, denn dann weißt du wirklich, wie du den neuen Apple-Skin kostenlos bekommen kannst und weiß alles über die neue Fortnite X Apple Kooperation. Bevor wir jetzt an der Stelle starten, gibt es erstmal wieder für einen von euch etwas aus dem Fortnite Gegenstand Shop. Denn wie gesagt, wissen die meisten es, ich verschenke immer Sachen aus dem Fortnite Gegenstand Shop in jedem Video an euch. Daher ist es wichtig, auf meinem Kanal aktiv zu bleiben und jedes Video zu schauen. Und nun blende ich den Gewinner für das heutige Video ein und dann machen wir auch schon weiter. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa. Herzlichen Glückwunsch, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Emote. Und falls du, der das Video hier gerade schaut, jetzt Bock hat, von mir auch mal etwas aus dem Fortnite-Gegenstand-Shop geschenkt zu bekommen, lass jetzt auf diesem Video einen kostenlosen Like da, abonniere kostenlos meinen Kanal bei Reapers. Rechts daneben solltest du auch unbedingt die Glocke aktivieren, denn wie gesagt, gibt es auf meinem Kanal immer die neuesten Informationen und Leaks und natürlich auch die nächsten kostenlosen Sachen in Fortnite. Daher lohnt es sich wirklich und schreibe mir jetzt deinen Epic Games Namen in die Kommentare. Wenn du diese Dinge innerhalb von 5 Sekunden geschafft hast, bist du ein King, schreib es mir doch mal in die Kommentare. Hinzu würde mich mal interessieren, ob du meinen Creator-Code schon benutzt und mich unterstützt, damit ich überhaupt Sachen aus dem Fortnite-Gegenstand-Shop an euch verschenken kann. Lass es mich doch wissen und schreib es mir in die Kommentare und sonst unterstützt mich jetzt mit meinem Creator-Code. Jetzt würde ich sagen, starten wir auch schon mit der Fortnite-X-Apple-Kooperation und dem neuen exklusiven Apple-Skin in Fortnite. In der Vergangenheit hatten wir schon viele Kooperationen, zum Beispiel mit Samsung oder Honor. Das sind auch zwei Firmen, die Handys herstellen und ich denke, mal Samsung sollte eigentlich auch jeder kennen. Honor ist vielleicht noch nicht so eine bekannte Firma, aber Samsung sollte jedem ein Begriff sein. Mit Samsung hatte Epic Games schon zwei Kooperationen. Einmal konnten wir den sogenannten Galaxy Skin freischalten, indem wir uns das Samsung Galaxy Note 9 kaufen. Und bei der zweiten Kooperation konnten wir den Iconic Skin freischalten, indem wir uns das Samsung Galaxy S10 kaufen. Die beiden Skins sind wirklich extrem exklusiv und vor allem kann man den Galaxy Skin mittlerweile nicht mehr freischalten. Also ist er wirklich mittlerweile extrem selten und jeder, der diesen Skin in seinem Spind hat, kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Da fragt man sich jetzt an der Stelle natürlich nur, Samsung hat eine Kooperation mit Epic Games gemacht, dann hat Honor eine Kooperation mit Epic Games gemacht, aber wo ist denn die Apple-Kooperation? Ja Leute, das habe ich mich auch gefragt und ich habe geile Informationen gefunden und zwar erhalten wir dieses Jahr das iPhone 11 und das neue iPhone 11 wird jetzt im September 2019 auf der sogenannten Apple Keynote vorgestellt. Die letzte Keynote von Apple im vergangenen Jahr fand am 13.09.2018 statt. Also könnte es natürlich auch sein, dass die Apple Keynote für 2019 am 13.09.2019 stattfinden wird. Ein genaues Datum für die Keynote gibt es leider noch nicht im Internet, aber sobald ich Informationen darüber habe, werde ich die euch natürlich direkt präsentieren. Mit dem neuen iPhone 11 wird natürlich auch noch die neue Apple Watch vorgestellt und natürlich auch das ein oder andere MacBook. Also generell die ganzen neuen Apple Produkte, die jetzt auf jeden Fall demnächst auf den Markt kommen werden. Das neue iPhone 11 wird wahrscheinlich nicht mal iPhone 11 heißen, sondern eventuell sogar iPhone XI. Denn das eigentliche iPhone 10 heißt auch iPhone X. Also warum sollte das iPhone 11 nicht iPhone XI heißen? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das neue iPhone 11 oder iPhone XI dann wirklich heißen wird. Und wie gesagt, werden wir das Ganze dann auf der offiziellen Apple Keynote im September erfahren. Außerdem werden wir dann auf der Keynote erfahren, was das iPhone 11 wirklich drauf hat. Und wir werden natürlich auch alles über die Fortnite X
Apple-Kooperation erfahren. Die beiden Kooperationen mit Samsung hatte ich ja gerade schon angesprochen. Wie gesagt, hatte Epic Games auch schon Kooperation mit Honor. Und zwar haben wir da einmal durch die eine Kooperation den Honor Guard Skin erhalten und einmal das Wonder Outfit Skin. Die beiden Skins konnte man auch eben freischalten, indem man sich die beiden Handys gekauft hat. Also generell sind die Handy-Kooperationen immer so verlaufen, dass man sich das jeweilige Handy kaufen musste und dann über das Handy eben den jeweiligen Skin freischalten konnte. Genauso denke ich, wird das eben bei dem neuen iPhone 11 sein. Ich kann mir wirklich eine Fortnite x Apple Kooperation vorstellen, da Fortnite eben das gehypteste Game immer noch auf dem Markt ist und sich diese Werbung für Apple natürlich anbietet, genauso wie Samsung oder Honor. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass Apple über Fortnite werben möchte, da das Ganze auch schon Samsung gemacht hat und sie natürlich Konkurrenten sind. Wie gesagt, werden wir dann, wenn es auf jeden Fall eine Fortnite x Apple Kooperation geben wird, einen exklusiven Apple Skin erhalten. Dieser wird dann eben bei dem iPhone 11 dabei sein und kann auch nur über das iPhone 11 dann freigeschaltet werden in Fortnite. Quasi dann genauso wie bei dem Iconic Skin. Bei dem Iconic Skin musste man eben auch über das Handy in Fortnite reingehen und konnte dann eben für 0 Euro im V-Bucks Store den Iconic Skin kaufen. Der wurde dann im Fortnite Spind gut geschrieben und den konnte man dann eben auf allen anderen Konsolen oder was weiß ich auch zocken. Der exklusive Apple Skin wäre dann natürlich auch wieder kostenlos, denn man bezahlt ja eben das Handy eigentlich und nicht den Fortnite Skin. Der Fortnite Skin ist ja ein kleines Extra, welches man kostenlos dazu bekommt. Ich würde die Kooperation zwischen Fortnite x Apple auf jeden Fall richtig cool finden. Wie würdest du das finden? Lass mich doch einfach mal mit einem Like wissen. Lass auf diesem Video ein Like da, wenn du Bock hast auf die Fortnite x Apple Kooperation und auf einen gratis exklusiven Apple Skin. Ich denke mal, die meisten von euch werden sich sowieso auch das iPhone 11 kaufen, wenn ihr nicht gerade ein Samsung Fan seid. Ich werde es mir auf jeden Fall auch kaufen, deshalb bin ich umso gehypter auf das neue iPhone 11 und auf die Kooperation zwischen Fortnite und Apple. Es gibt tatsächlich sogar schon einen Concept Apple Skin für den Fortnite exklusiven Apple Skin. Und zwar hat den der sogenannte Fortnite Leaker FurryArts auf Twitter erstellt. Der Link zu ihm ist natürlich auch in der Videobeschreibung. FurryArts hat eben ein Concept zu dem exklusiven Apple Skin, den wir eventuell erhalten könnten, auf seinem Twitter-Account gepostet. Und ich muss sagen, dass dieses Concept auf jeden Fall richtig geil aussieht. Auf dem Bild, was er gepostet hat, erkennen wir natürlich einmal eben den exklusiven Apple Skin mit einer blauen Hose, einem blauen Pulli, der etwas heller ist, und einer weißen Bomberjacke. Der Skin hat dazu blonde Haare, ein kleines Bärtchen, die Haare natürlich fresh gestylt und natürlich hat der Skin auch einen Rucksack. Und zwar ist der Rucksack nämlich so im Apple-Design. Finde ich richtig cool, ich finde, der passt richtig geil dazu. Das Ganze hatten wir auch schon beim Galaxy-Skin, sah auch extrem gut aus, da kann ich mir das Ganze echt extrem gut vorstellen. Dieses Apple-Design haben wir auch bei der Lackierung, die hat er auch erstellt, hier sehen wir sie, und die soll auch eben animiert sein, würde ich richtig geil finden. Das Ganze hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Galaxy-Skin und mit der Galaxy-Tarnung. Und links können wir eben auch noch die AirPods erkennen, die auf jeden Fall dann die Spitzhacke sein soll. Also richtig, richtig geil. Es wäre so heftig, wenn wir zum iPhone 11 einfach AirPods als Spitzhacken erhalten würden, dann eine Lackierung im Apple-Design und eben einen exklusiven Apple-Skin. Was würdet ihr davon halten, wenn wir diesen Skin mit diesen AirPods als Spitzhacken erhalten würden und diese Lackierung? Schreibt es mir in die Kommentare und lass auf diesem Video echt ein Like da, wenn du Bock darauf hast. Ich habe auf jeden Fall extrem Bock darauf und freue mich sehr auf das iPhone 11. Aber ob es diese Kooperation zwischen Fortnite und Apple wirklich geben wird, ist noch nicht bestätigt. Aber wie gesagt, wenn es eine Kooperation geben sollte, wird das Ganze auf der Apple Keynote im September bestätigt werden. Ich kann davon wirklich ausgehen, da es eben auch eine Kooperation zwischen Epic Games und Samsung gab und Apple da eigentlich nachziehen müsste. Allerdings kann es natürlich auch sein, da Fortnite wirklich jetzt abgeflacht ist, dass Apple eben darüber keine Werbung mehr machen möchte. Bisher gibt es leider auch noch keine genauen Informationen oder Bilder zum neuen iPhone 11, aber ich denke, dass wir dann auf der Apple Keynote alles über das neue iPhone erfahren werden. Auch das Veröffentlichungsdatum des neuen iPhones und der Preis steht noch nicht fest, aber das letzte iPhone wurde im November veröffentlicht, glaube ich, daher könnte ich mir vorstellen, dass eben das jetzige iPhone in diesem Jahr auch im November veröffentlicht wird. Der Preis wird, denke ich, auch wieder bei über 1000 Euro liegen, also bei 1200 Euro so rund, also auch natürlich wieder extrem teuer, aber ich finde, für ein Handy kann man das auf jeden Fall mal machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das iPhone 11 und auf eure Meinung. Da schreibe es mir doch gerne in die Kommentare und nun vergiss nicht, bei meinem Gewinnspiel mitzumachen. Also wenn du etwas von mir aus dem Fortnite-Gegenstand-Shop haben möchtest, dann lass dir jetzt auf diesem Video einen kostenlosen Like da, abonniere kostenlos meinen Kanal bei Reapers. Rechts daneben sollst du auf jeden Fall die Glocke aktivieren, um nichts mehr über Fortnite zu verpassen und über irgendwelche Gratis-Sachen. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen und in die Kommentare schreibst du mir jetzt deinen Epic Games Namen und deine Meinung und nun hast du alle Schritte geschafft. Jetzt hast du 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt solltest du alles gemacht haben. Wenn ja, dann bist du auf jeden Fall ein King. Schreibst du in die Kommentare. Ich bin für heute raus.
Vergiss nicht, meinen Creditcode einzutragen. Dein Reapers, GBO, ciao, ciao.